Dann kommen wir zum nächsten Speaker, nämlich dem Dr. Ingo Fiedler. Und im Englischen würde man sagen, Ingo ist one of my good friends, den ich wirklich schon relativ lang kenne. Ich glaube jetzt mittlerweile 8 Jahre. Und er wird sprechen zum Thema Einsatz künstlicher Intelligenz auf dezentralen Energiemärkten. Und Ingo ist mir immer einen Schritt voraus. Es ist meistens so, ich erzähle ihm von irgendeinem neuen Thema, zum Beispiel von der Blockchain. Und Ingo ist dann schon der Direktor vom Blockchain Research Lab. War ich wieder mal einen Schritt zu spät, das es an der Uni Hamburg gibt. Er ist außerdem Affiliated Assistant Professor an der Concordia Universität, Postdoc an der Universität Hamburg, hat promoviert zum Thema empirische Studien zum Online-Poker. Also manche würden sagen, gar nicht so weit weg von der Finanzindustrie. War auch Visiting Scholar an der University of California at Berkeley, wo wir uns auch kennengelernt haben. Und ist zudem sowohl Diplom-Kaufmann als auch Diplom-Volkswirt. Genau. Ingo, the floor is yours. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Lars. Bitte gestatte mir eine ganz kurze persönliche Anekdote, nämlich, wie du schon sagtest, 8 Jahre ist es her, da haben wir uns in Berkeley kennengelernt. Und zwar waren wir beide Visiting Scholars dort an der Law School. Und hatten Law and Economics natürlich uns als Kurs ausgesucht. Und beide, voller Tatendrang, waren wir zu früh da. Und die Einzigen, die vor der Tür standen, waren wir beide, haben uns direkt kennengelernt, haben uns dann auch für den nächsten Tag, wie das so seriöse Wissenschaftler tun, für einen Café am Nachmittag verabredet, um uns auszutauschen. Ja, und dann wollten wir halt auch in die Mensa gehen und einen Kaffee trinken. Aber da kam so Musik aus dem Innenhof. Und dann haben wir festgestellt, dass dort mitten in der Law School ein bayerisches Oktoberfest aufgebaut wurde. Mit Freibier. Naja, praktisch veranlagt, wie wir sind, dachten wir, na gut, das müssen wir ausnutzen. Sind wir also hingegangen. Dann gab es ein Bier und dann gab es, glaube ich, noch ein Bier und ich glaube sogar noch eins. Und am Ende des Tages sind wir nicht mehr danach arbeiten gegangen, sondern sind noch in einem Jazzclub versackt. Und seitdem weiß ich, Lars ist nicht nur unglaublich sympathisch, super praktisch veranlagt, ganz wichtig natürlich in solchen Situationen, sondern wie ich dann auch feststellen durfte, unfassbar produktiv als Wissenschaftler, immer, immer an den neuesten Themen dran. Jetzt hast du gerade gesagt, ich wäre an den neuen Themen dran. Mein Eindruck ist immer eher umgekehrt. Also das Einzige, was ich mir nur noch wünschen könnte, ist, dass wir es endlich schaffen, ein Paper zusammenzuschreiben. Liegt an mir, weiß ich. Aber da würde ich mich doch noch mal drüber freuen. Jetzt freue ich mich erstmal, hier sein zu dürfen zu deiner Antrittsvorlesung und etwas erzählen zu dürfen zu Blockchain, AI, Energy Markets. Blockchain Research Lab wollte ich ganz kurz noch berichten, gründen wir gerade aus als Non-Profit von der Universität Hamburg als eigenständige Organisation. Dieses Projekt, wo ich gleich noch ein bisschen was darüber erzählen werde, läuft allerdings an der Uni Hamburg. Das heißt, wir haben hier Uni Hamburg-Folien an der Universität Bremen. Es ist natürlich gefährlich, aber zum Glück musste ich die vorher nicht zusenden, da konnte mir nichts passieren. Ja, ganz kurz vielleicht ist mir dann eben aufgefallen, ich habe gestern natürlich in aller Eile noch schnell die Folien gemacht, ich habe aber gar nichts dazu, was ist eigentlich Blockchain, was ist Artificial Intelligence? Letzteres haben wir, glaube ich, heute schon einiges drüber gehört. Blockchain habe ich einfach mal angenommen, weiß sowieso jeder, was es ist. Mir gedacht, naja, als ich hier saß, vielleicht sage ich doch noch kurz so 2 Sätze, was ist Blockchain? Also wenn man jetzt zurückgeht und das Internet wird geboren, dann gab es ein TCP/IP-Protokoll, wie man Daten austauscht von A nach B. Man konnte plötzlich einen Brief schreiben, ohne die Post zu benutzen, ohne Intermediär. Also hervorragend. Also das hat ja wirklich unsere Welt so drastisch verändert, wie sich das keiner vorstellen konnte, aber mit einer Einschränkung. Wir haben immer einen Sender, einen Absender und beide behalten eine Kopie. Und ganz viele Dinge in unserer Gesellschaft, da wollen wir nicht, dass der Absender auch noch eine Kopie behält, beispielsweise wenn Sie Geld senden. Wenn Sie 50 € senden und der Empfänger bekommt 50 €, dann möchte der nicht, dass der Absender immer noch 50 € hat. Also funktioniert das im Internet immer nur mit einem Intermediär, beispielsweise einer Bank, die dazwischen steht und dann im Hauptbuch irgendwie sagt, so, jetzt gehört nicht mehr Person A die 50 €, sondern Person B. Und die Blockchain ist eigentlich nichts anderes als ein Protokoll, das genau diese Funktion übernehmen kann und damit eigentlich jeglichen Intermediär, zumindest theoretisch gesehen, ausschalten kann. Unfassbar viele Anwendungsmöglichkeiten.
Heute will ich ein bisschen was zum Thema Energiemärkte erzählen dabei und auch in Verbindung mit künstlicher Intelligenz. Wir haben ein unfassbar großes ökonomisches Potenzial in diesem Energiemarkt. Wenn wir uns einmal anschauen, dass wir eine ganz unterschiedliche Bereitstellung haben von Energie, ob die Sonne gerade scheint oder der Wind gerade weht, und eine ganz unterschiedliche Nachfrage nach Energie. Dann haben wir dort Supply and Demand, die treffen aufeinander und normalerweise hätten wir einfach einen Marktmechanismus, der würde das dann immer optimal ausgleichen. Wenn gerade der Wind weht, dann ist die Energie günstig, wenn weder Wind weht noch die Sonne scheint, ist es teuer. Und dann würde vielleicht jemand seine Nachfrage verschieben. Naja, im Endkundenmarkt, eine Kilowattstunde kostet immer gleich viel. Wir haben hier also einen Markt hochreguliert, funktioniert auch wunderbar, also Ausfall haben wir, glaube ich, letztes Jahr im Durchschnitt 20 Sekunden pro Jahr gehabt, pro Einwohner, Stromausfall. Das ist quasi gar nichts. Super, toll. Auf der anderen Seite hochgradig ineffizient. Wir haben also wirklich Peaks, wo wir ganz viel Energie brauchen, aber keine haben. Oder umgekehrt, wir haben viel zu viel Energie und wissen nicht, wohin damit. Da gibt es teilweise negative Energiepreise. Und wenn wir uns das einmal angucken, wie die Primärregelleistung der Preis auf Sekundenebene für eine Megawattstunde ist, teuer im Vergleich zu vielleicht, wenn Sie das auf mit der Minutenregelleistung vergleichen. Also wenn Sie dort flexible Preismechanismen einführen würden, um die sogenanntes Peak Shaving zu betreiben, dann würden Sie 50 bis 80 Milliarden in Deutschland sparen. Sie würden es möglich machen, 100% regenerative Energien am Netz zu haben. Denn aktuell ist es so, denn regenerative Energien neigen dazu, viele Peaks zu haben. Klar, wenn die Sonne scheint oder mal scheint sie nicht, Wind weht oder auch nicht, dann müssen Sie das ausgleichen, indem Sie ein Gaskraftwerk zuschalten, was Sie schnell hochfeuern können. Gaslieferungen kommen aus Russland, haben wir direkte politische Abhängigkeit drin. Wir können auch nicht noch mehr Solarenergie ins Netz bringen und Windenergie, wenn wir nicht die Stromspeicher haben. Stromspeicher lohnen sich aber nicht, weil wir eben keinen flexiblen Energiepreis haben. Wenn Sie das allerdings einführen würden, dann könnten Sie dieses enorme Potenzial heben, aus ökonomischer Sicht. Naja, und darüber redet wir eigentlich schon seit 20, 30 Jahren in der Energiebranche. Bisher ist da noch nicht so viel passiert. Also das Neueste vom Neuen, was wir hier haben, ist ein sogenannter Smart Meter, der schon lange hätte eingebaut sein sollen in den einzelnen Haushalten. Und der kann eigentlich nichts anderes, außer zu sagen, so jetzt übertrage ich mal, was ich heute für Strom gebraucht habe. Und das ist sozusagen Frequenz ein Tag und nicht mehr Frequenz einmal im Jahr, dass jemand zum Ablesen kommt. Wirklich smart ist daran eigentlich nicht so viel. Und die sind immer noch nicht in den Haushalten drin. Wenn Sie das jetzt allerdings mal weiterdenken und die Blockchain dazu nehmen, ja, hervorragend geeignet ist für dezentrale Märkte, wenn Sie dann noch künstliche Intelligenz dazu nehmen, die sozusagen auf Preissignale reagieren und sagen, okay, ich habe jetzt eine Klimaanlage und es ist mir eigentlich zu warm, die müsste anspringen, aber der Energiepreis ist ein bisschen zu teuer. Ich kann mir aber gut vorstellen, aufgrund meiner Vorhersagekraft, die meine künstliche Intelligenz in meinem Hyper-Smart-Meter, nenne ich das jetzt mal, zur Verfügung stellt, dass in 5 Minuten die Energie günstiger ist, weil dann wird die Sonne wieder scheinen, dann sind nämlich die Wolken weg und mein Nachbar produziert wieder günstigen Strom, den ich ihn abkaufen kann, dann warte ich nochmal 5 Minuten, bis ich die Klimaanlage anstelle. Und so kann man zusammengenommen sehr, sehr viel von diesem Potenzial heben. Ganz weit weg sind wir dort eigentlich noch von der Realität. Wir haben nämlich ein Riesenproblem. Wenn Sie jetzt einen Aktienmarkt haben, dann haben Sie in der Regel einen Preis für eine Aktie, und haben natürlich auch die Stückzahl an Aktien. Und dann haben Sie ein Orderbuch und da können Sie alles zusammen reinwerfen. Und dann können Sie Daimler-Aktien kaufen zum Preis X. Und wenn der Preis höher ist, dann kaufen Sie es halt nicht und warten, bis der Preis vielleicht wieder fällt. Relativ einfach. Energiemarkt ist aber ganz anders. Da haben Sie natürlich die Komponente der Zeit. Wann brauchen Sie die Energie? Und die Komponente des Ortes. Wo brauchen Sie die Energie? Sie haben also im Endeffekt ein mehrdimensionales Orderbuch. Sie können da gar nicht so problemlos wie an jedem anderen Markt mit einem einfachen Preissignal einen einfachen Marktpreis finden, sondern es ist eben abhängig von mehreren Parametern. Und da stellt sich dann direkt die Frage, wie wollen wir denn jetzt eigentlich Marktmechanismen bauen, wenn wir uns einen dezentralen Markt vorstellen würden, beispielsweise auf Blockchain-Basis? Könnten wir dann ein Decentralized Energy Settlement machen? Das heißt, ich bezahle meinen Nachbarn, der mir den Strom liefert von seiner Photovoltaikanlage,
aber er sendet mir direkt sozusagen den Strom. Ich zahle aber über einen zentralen Anbieter in der Mitte. So, nach wie vor ist das ein zentraler Spieler, ein Intermediär, Sand im Getriebe, würde jeder sagen, der ein Blockchain-Enthusiast ist. Wir könnten uns natürlich auch vorstellen, dass wir diesen Intermediär in der Funktion noch weiter zurückschrauben und dann nur noch ein zentralisiertes Orderbuch haben für diese eine spezifische Region unter einer spezifischen Zeit, schwierig genug, und machen das Payment ebenfalls dezentral, Blockchain-basiert, mit einem Token. Der Token muss auch nicht wie eine Kryptowährung hochvolatil sein und heute 100 Euro, morgen 1000 Euro und übermorgen wieder 10 Euro wert sein. Man kann auch sogenannte Stablecoins nehmen. Das heißt, Sie legen beispielsweise in ein Bankkonto 1 Milliarde Euro rein und dann lösen Sie 1 Milliarde Token aus. Und mit diesen 1 Milliarde Token, jeder repräsentiert 1 Euro, ist also völlig stabil im Wert, könnten Sie dann hin und her handeln. Und ein Token berechtigt Sie auf 1 Euro aus dem Bankkonto. Wäre also eine komplett stabile Währung auf einer Blockchain-Basis, mit der Sie dezentrales Payment-Settlement machen könnten. Real-Time-Auctions wäre auch eine Option, wie Sie Marktmechanismen in einen dezentralen Energiemarkt reinbringen können. Das Ganze funktioniert eben sehr, sehr gut über Blockchain als Enabling Technology, eben weil man effiziente Payment-Mechanismen machen kann. Wir haben letztes Jahr eine Umfrage in den sogenannten Blockchain-Monitor gemacht in der Finanzindustrie. Haben wir sowohl vom Entry-Level bis zum C-Level verschiedene Probanden befragt, was ist denn eigentlich das Relevanteste, wofür die Blockchain-Technologie heute benutzt werden kann. Jeder weiß, Riesenpotenziale. Eigentlich haben sie alle gesagt, Payment Settlement. Das ist es, was die Blockchain sehr, sehr gut schon jetzt kann. Insofern, das könnte man wunderbar verwenden. Man könnte das fürs Peer-to-Peer-Trading dann verwenden. Man könnte aber auch im Bereich Storage etwas machen. Man könnte die Mobility dort reinnehmen. Man könnte die Daten, die Nutzungsdaten in eine Blockchain schreiben, ohne die Daten direkt für jeden öffentlich sichtbar zu machen. Sie könnten sie wunderbar verschlüsselt reinschreiben, damit jegliche Datenschutzverordnung einhalten, aber gleichzeitig die Daten auswertbar machen. Das ist natürlich super spannend. Das brauchen Sie nämlich zum Forecasting. Was hilft Ihnen dieser dezentrale Markt, wenn der dann nicht intelligent wird, wo jeder Netzteilnehmer einen hoffentlich sehr intelligenten künstlichen Algorithmus laufen hat, wann derjenige Energie braucht und wann er sie vielleicht abstoßen möchte. Dazu müssen Sie das Ganze mit Big Data unterfüttern, sonst funktioniert es nicht. Gleichzeitig haben wir hier eben dieses Spannungsverhältnis mit dem Datenschutz. Da können Sie sehr gut mit kryptografischer Verschlüsselung arbeiten und das über Blockchain handelbar machen, mit beschränkten Lese- und Schreibrechten beispielsweise. Also da gibt es ganz, ganz schöne Dinge, wie man das zusammenbringen kann. Das hier wären einfach mal verschiedene Use Cases und Sie müssen beim Energiemarkt ganz dringend immer unterscheiden zwischen einem physikalischen Layer und eben einem Payment- und Accounting-Layer. Das eine ist die physikalische Delivery von dem Strom und das andere ist die Bezahlung davon. Und die greifen nicht unbedingt immer direkt ineinander und manche Dinge berühren einander auch gar nicht. Manche Dinge hingegen sind genau an der Schnittstelle von beiden. Also da finde ich besonders spannend, dieses gesamte Peer-to-Peer-Trading. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen sich einen Tesla und stellen ihn in die Garage und fahren ihn, wie die meisten Autos, eine halbe Stunde am Tag im Durchschnitt und 23,5 Stunden steht er rum. Da hat er eine riesige Batterie drin. Und jetzt haben Sie einen intelligenten Algorithmus, der sagt, okay, lieber Tesla, ich gehe jetzt ins Bett, frühestens in 8 Stunden brauche ich das Auto wieder. Sollte in der Zeit der Energiepreis teuer sein, dann speise bitte die Energie ins Grid hinein. Und sollte es günstig sein, dann lade dich wieder auf. Wichtig ist nur, dass wenn ich um 8 Uhr morgens wieder ins Auto steige, die Batterie voll ist. Und dann kann ein Algorithmus überlegen, dass er diesen Speicher des Teslas direkt am Grid betreibt, wirtschaftlich Preisdifferenzen ausnutzen kann und durch diese Ausnutzung von Preisdifferenzen ein Peak-Shaving betreibt. Denn es wird ja dann Energie eingespeist, wenn gerade zu wenig da ist. Tesla selber ist ein Riesenfan davon, ist klar. Das würde bedeuten, dass im Endeffekt die laufenden Kosten ihrer Autos deutlich geringer sind, als sie jetzt sind. Da würden wir jetzt nochmal zum Thema Regulierung rübergehen. Es gab im Staat in New York vorletztes Jahr eine sehr, sehr große Initiative, mal für dezentrale, mit flexiblen Preisen versehenden Energiemärkten eine groß angelegte Studie zu machen. Tesla hat das Ganze
ich sag mal, forciert. Am Ende des Tages wurde die Studie nicht vergeben mit dem Grund, dass der ja völlig klar sei, da könne gar nichts rauskommen, da kann gar kein Potenzial sein, da wird also auch gar keine Studie erst gemacht. Im Hintergrund hat mir Tesla erzählt, das ist einfach eine riesige Lobbyarbeit gewesen von all den Intermediären, die ja von der jetzigen Situation natürlich profitieren und niemals einen dezentralen Energiemarkt haben wollen, wo sie all ihre ökonomischen Renten verlieren könnten. Also da sehen wir ganz klar immer so ein Spannungsfeld, sobald man was dezentral machen will, man hat aber zentrale große Spieler, die wehren sich dann dagegen. Und dann kommt gerne die Regulierungskeule, die dann geschwungen wird. Und das veranlasst den einen oder anderen zu sagen, oh Gott, Regulierung ist ganz schrecklich. Und auf der anderen Seite brauchen wir Regulierung aus ganz vielen Gründen unbedingt, insbesondere im Energiemarkt. Und die Frage ist da natürlich, wie machen wir das, dass das sinnvoll ausgestaltet ist. Aber da weiche ich ein bisschen ab von dem, wo ich eigentlich hin wollte. Was ich gerne noch präsentieren möchte, ist, wo stehen wir denn mit der Wissenschaft bei dem Ganzen? Wenn wir uns mal Web of Science und Springer anschauen, über die Anzahl an Publikationen zu verschiedenen Fachbegriffen, dann sehen wir Artificial Intelligence, meine Güte, 25.840 bei Web of Science, bei Springer sind es 471.453, ganz klar dominierend vor Bereichen wie Smart Grid oder Blockchain oder ähnliches. Also Artificial Intelligence ist aktuell wirklich das große Ding. Bisschen bei Springer verzerrt dadurch, dass sie auch Buchkapitel messen. Da können sie ungefähr 300.000 rausnehmen, sind aber immer noch 170.000 im Vergleich zu 1.168 bei Blockchain. Also da spielt aus wissenschaftlicher Sicht die Musik. Gleichzeitig sehen Sie, wo die Musik noch nicht spielt, nämlich bei Blockchain. Ich glaube aber, das kommt noch. So Sonderpunkte dazwischen wäre Smart Grid. Für Energie natürlich besonders interessant. Gibt es auch schon relativ viel zu. Welche Disziplinen schreiben dazu was? Und wenn Sie sich mal anschauen, Management, Finance und Economics, wo wir uns hier ja heute im Wesentlichen bewegen, macht bei Blockchain, Web of Science ein bisschen was aus, bei den anderen Web of Science gelisteten Artikeln völlig egal. Springer ist wichtig für diesen Bereich. Klar, da haben wir auch bei Blockchain plötzlich Management, Finance, Economics sehr groß dabei. Wir haben auch Demand Response Management, ein sehr wichtiger Begriff in der Energieliteratur, erscheint dann in wirtschaftswissenschaftlichen Fachzeitschriften. Am meisten nach wie vor natürlich Computer Science ganz, ganz weit vorne. Aber das ist ganz schön, mal so als Überblick zu sehen, wo befinden wir uns denn eigentlich hier mit der Literatur und wie interdisziplinär ist das Feld denn eigentlich? Und das ist das Schöne an diesen Themen, die sind alle extrem interdisziplinär. Eigentlich müsste da ganz, ganz wichtig noch das Thema Jura hinein. Es funktioniert nur beim Textmining sehr schlecht, weil die Programme eigentlich alle auf englische Sprache ausgerichtet sind. Die juristischen Texte sind im Wesentlichen Deutsch. Entsprechend kann man das schwerlich zusammenwürfeln. Aber ganz, ganz wichtiger Punkt, die müssten dort in die Grafiken mit hinein. Kann auch den Begriff Law benutzen. Ja klar, man könnte das im Englischen, aber das, ja. Ist natürlich von Regulierung ganz anders. Also sie ist ja sehr, sehr individuell, je nach Land getrieben. Wir können, im Übrigen taucht Law hier nicht auf, weil es nicht in den, gab es dazu nicht, tatsächlich. Sie können eine sehr schöne Literature-Network-Analyse mal fahren und sehen, worauf kommt es denn eigentlich an beim Begriff Blockchain. Wir haben ja einmal dieses sehr technische, rot eingefärbte, wo es um Mining-Algorithmen geht. Dann haben Sie eine Sache, da geht es eher um den Währungsaspekt. Dann gibt es der grüne Bubble, da geht es um Innovation und Geschäftsmodelle. Und dann gibt es ein sehr, sehr großes Feld, da geht es um IoT und dort taucht dann auch der Begriff Law auf. Beim Thema Blockchain, beim Thema Smart Grid sehen wir auch plötzlich was mit Währung und Markt und Konsument. Da sehen Sie, da gibt es eine Überschneidung mit dem Thema Blockchain. Ebenfalls Innovation und Businessmodell. Ledger Technology, auch ganz wichtiger Fachbegriff im Bereich Blockchain, passt also auch sehr, sehr, sehr gut. Insofern Artificial Intelligence ist noch mal ein bisschen anders. Da geht es auch einmal einen sehr, sehr technischen Bereich aus der Computer Science. Aber Sie haben auch einen, wo es um Industrie und um Technologie geht und die Anwendung von dem Ganzen. Und hier sieht man dann schön die interdisziplinären Verknüpfungen zwischen demselben Themengebiet, die aber häufig in Isolation beforscht werden.
macht sehr, sehr viel Spaß, sich in diesem Bereich zu bewegen. Vielleicht nochmal ein Überblick, was macht die Industrie in diesem Bereich? Blockchain Energy, Sector Analysis. Gibt es schon extrem viele Projekte überall auf der Welt? Das heißt, ich würde fast sogar sagen, die sind ein bisschen schneller, als was eigentlich so in der Wissenschaft passiert. Als Wissenschaftler behaupte ich ja an sich gerne, irgendwie an der Speerspitze der Innovation zu stehen. Gefühl in diesem Themengebiet eigentlich nicht. Da ist die Industrie nochmal eine ganze Ecke weiter. Aber, das möchte ich gerne noch vorstellen, ein sehr schönes Projekt, das wir haben einwerben können, das nennt sich ETBlock, Energy Trading via Blockchain in the Local Green Grid, wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Und da geht es im Endeffekt darum, diese Peaks und Off-Peaks abzurasieren und die Nachfrage wieder auszugleichen mit dem Demand anhand von flexiblen Energiepreisen. Und da wollen wir Smart Meter benutzen, da wollen wir Blockchain benutzen, da wollen wir Artificial Intelligence benutzen und damit die Ineffizienz auf den Märkten drastisch reduzieren. Und im Mittelpunkt steht im Endeffekt ein Blockchain-Device, wo drauf eine App ist, was ich dann als Hyper-Smart-Meter bezeichnen könnte. Und die kann halt nicht nur kommunizieren, sondern die kann eben auch traden, einen Exchange betreiben. Sie kann Forecasting machen. Das heißt, da gibt es vielleicht Wettersensoren drin und alle Wettersensoren von all diesen Blockchain-Devices überall können dann direkt sehen, okay, wo wird als nächstes Energie gewonnen werden, weil die Sonne scheint und wo nicht. Diesen ganzen Daten könnte man sehr, sehr akkurate Forecasts machen. Und das wäre ein Thema, was hier umzusetzen ist. Ganz, ganz frisches Projekt. Letzten Monat hat es angefangen. Sechs Industriepartner, zwei Hochschulen dabei. Und es wird tatsächlich ein Demonstrator gebaut, wo dieses Konzept in die echte Welt umgesetzt wird. Und insofern, da bauen mehrere, das ist die Vision. Wir haben ein Smart Marketplace, wo alles zusammen angeschlossen ist. Habe ich schon ein bisschen drüber erzählt. Verschiedene Unternehmen dabei, die genau das bauen, von der Hardware bis in, die im Endeffekt nichts ist als ein guter Raspberry Pi, da drauf eine wunderbare Software geladen und das ist natürlich das Spannende, weil dort soll die künstliche Intelligenz rein, dort soll der Bezug zur Blockchain rein, es soll also eine Node sein, die tatsächlich agieren kann und irgendwie sollen auch noch Sensordaten mit rein. Und das Ganze zu bauen ist sehr, sehr, sehr schwierig. Wir an der Uni Hamburg haben es relativ einfach, weil wir sollen nur die akademische Begleitforschung machen. Und zwar volkswirtschaftlich analysieren, wie potenzialträchtig ist denn das? Ich habe vorhin gesagt, 50 bis 80 Milliarden könnten wir im Jahr einsparen. Das wäre so eine alte Schätzung, die wir haben von dezentralen Energiemärkten, die nicht von unten bottom-up aufgebaut werden. Und wo wir dann plötzlich viel bessere Forecasts machen können, weil wir viel mehr Daten haben, wo wir komplette Clearingstellen in der Mitte noch rausnehmen können, weil wir Blockchain haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das Potenzial sogar noch größer ist. Gleichzeitig sind mit Sicherheit auch die Risiken deutlich höher. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger weiterer Forschungsaspekt bei dem Ganzen, wo wir uns ebenfalls darum kümmern müssen. Und insofern kann man sowas nur als redundantes System erstmal aufsetzen. Schauen, wie es funktioniert, müssen wir ein bisschen austesten, links und rechts und gucken, wo gibt es denn Probleme. Denn das Schlimmste, was man ja haben können im Energiemarkt, ist ein Energieausfall. Das hat einfach so drastische Folgekosten auf so vielen Ebenen, einen längeren Stromausfall verträgt die Gesellschaft nicht. Und wenn Sie da einen dezentralen Energiemarkt haben und es gibt, sagen wir mal, ein heftiges Gewitter oder es gibt eine Überflutung und es fallen Bereiche der Strom aus und es muss wieder neu gestartet werden. Und Sie haben ganz, ganz viele regenerative Energiequellen. Und Sie wissen alle, okay, die laufen auf 50 Hertz Frequenz, das ist super. Aber die müssen alle in derselben Phase laufen. Wenn die verquer laufen, in verschiedenen Phasen, dann gibt's sprühen die Funken und das war's. Ist das Energienetz dahin. Das heißt, Sie müssten bei einem Kaltstart in einem dezentralen Netz irgendeine Logik haben, wie alles gleichzeitig wieder gestartet werden kann in derselben Phase. Also zur selben Sekunde mit einer 50-Hertz-Frequenz oder derselben Millisekunde. Normalerweise läuft das so, dass Sie ein großes Kraftwerk starten und dann top-down nach und nach sich jeder anpasst. Im dezentralen Energiemarkt würde das so nicht funktionieren. Das wäre also ein typisches Beispiel, wo wir ein Risiko haben, wenn wir plötzlich was dezentral gestalten wollen.
Wenn ich das einmal zusammenfasse, denn ich rede an sich schon viel zu lange, dann würde ich sagen, wir haben hier ein riesiges ökonomisches Potenzial. Blockchain kann eine tolle Enabling Technology sein. Artificial Intelligence aus meiner Sicht optimiert in diesem Bereich extrem. Und hier denke ich aktuell sowieso bei Artificial Intelligence sehr oft über Optimierung nach. Der Bereich Narrow AI, also eine Aufgabe wirklich viel, viel besser zu machen, als es bisher gemacht wird, beschreibt das sehr gut. Dann gibt es auch den Begriff des General AI, das heißt eine künstliche Intelligenz, die über sich hinauswachsen kann, das, wovor im Endeffekt jeder großartig Angst hat. Sagen alle Experten, das ist mindestens noch ein paar Dekaden weg, vielleicht sogar noch mehr. Das heißt, da müssen wir uns zum Glück noch nicht so viel Sorgen machen. Im Optimierungsbereich hingegen sehe ich durch künstliche Intelligenz, wenn überhaupt, Datenschutzprobleme. Ich glaube, die kann man in den Griff bekommen. Und ansonsten ist es eine hervorragende Technologie, um ganz, ganz viel zu optimieren. Und als Ökonom liebe ich natürlich diese Effizienzen, die man dort heben kann. Ist auch hier ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Wir haben die ersten Industrieprojekte. Die Literatur ist im Wesentlichen noch in den Kinderschuhen, außer zum Thema Artificial Intelligence. Dort ist man natürlich deutlich weiter. Naja, und dafür haben wir jetzt eben ein schönes Projekt, das genau in diese Schnittstelle hineingeht. Blockchain, Artificial Intelligence und Energiemärkte. Ganz, ganz spezifischer Sonderbereich, aber eben ein sehr großer. Und das ist so, wie die moderne Forschung heutzutage eigentlich ausgestaltet ist. Man bewirbt sich als großes Konsortium für ein interdisziplinäres Projekt, gewinnt dann eine Ausschreibung und dann kann man dazu 3 Jahre forschen. Da bin ich eigentlich sehr froh, an diesem Projekt teilnehmen zu dürfen. Und vielleicht dann 2020 oder 2021 auch mit ein paar Ergebnissen um die Ecke zu kommen. Jetzt ist es ja noch nicht viel mehr als eine große Vision. Und bedanke mich erstmal für Ihre, ja. Weil ich so lange geredet habe, 3 Fragen gibt es noch, dann ist es leider vorbei. Gute Frage. Stellen Sie sich vor, also Blockchain-Device ist die Hardware, da drauf, darüber läuft eine Software. Dann können Sie im Endeffekt ein Y-Kabel anschalten und sich ausgeben, ich bin die Software und gebe der Hardware eine Anweisung. Dabei ist es die falsche, ist nämlich eine Malware. Und das ist ein riesen Sicherheitsrisiko, das stimmt. Wie kann man das ausschalten? Indem Sie Hardware und Software in einem Ding zusammen liefern, ohne dass die Software noch verändert werden kann im Nachhinein. Wäre eine Möglichkeit. Ansonsten, klar, Sie können damit sehr viel Sicherheitsschlüsseln agieren oder Ähnlichen. Ganz, 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 ich sag mal, sicher bekommen Sie es nie, weil wenn jemand Zugang physisch zu der Hardware hat, dann wird man das garantiert manipulieren können. Schwierig ist es, das von außen zu manipulieren. Da, glaube ich, kann man Sicherheitsmechanismen einbauen, die funktionieren. Sobald Sie die Hardware in der Hand haben, wird es sehr schwierig. Ich glaube, dass es die daher kommt, dass Sie ein Signal bekommen, nämlich ein Preissignal. Und dann sehen Sie, okay, es ist jetzt gerade sehr günstig, jetzt hole ich mir den Strom rein. Und jetzt ist es sehr teuer. Jetzt wer ist ich? Also wer ich als sozusagen der Endknoten, als der Smart Meter, als das Blockchain-Device. Entscheide mich nach irgendeinem Algorithmus, der vordefiniert ist oder vielleicht auch selbstlernend ist oder auch sehr, sehr einfach nur gestaltet ist. Über 20 Cent kaufe ich nicht, sondern verkaufe nur und ich kaufe nur unter 15 Cent und dazwischen gibt es nichts. In der Zeit zwischen 2 und 8 Uhr morgens zum Beispiel. Wäre ein ganz einfacher Algorithmus und ich glaube, die Blockchain ist dort relevant, um sozusagen die dezentralen Märkte zu schaffen, die notwendig sind, um flexible Preise zu haben. Sie brauchen flexible Preise, um diese ökonomischen Incentives zu bekommen und die Blockchain hilft ihnen dabei, ist aber nicht zwingend notwendig. Sie können nur, wenn Sie schon so einen großen Schritt machen, mit der Blockchain gleich noch einige Effizienzpotenziale mehr heben. In der Long-Term-Vision sind Sie auch als Verbraucher angesprochen, weil dann haben Sie keine Stadtwerke mehr oder die Stadtwerke spielen eine andere Rolle, nämlich nur noch auf einer Ebene darüber den Ausgleich zu managen.
Und das kann auch durchaus ein profitabler Ausgleich sein, aber es ist nur noch eine sehr kleine Aufgabe im Vergleich zu jetzt. Das wäre die Langzeitvision. Ansonsten können Sie, wenn Sie sozusagen kurzfristig denken, den einzelnen Verbraucher ansprechen, wenn der zusätzlich noch neben dem Vertrag mit den Stadtwerken noch mit seinem Nachbarn handeln möchte. Das ist aber eine sehr kleine Sache. Oder wenn die Stadtwerke untereinander natürlich in Ausgleich gehen wollen. Das heißt, das dezentrale Grid ist nicht auf Ebene des Verbrauchers, sondern eine Ebene drüber. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist die Netzwerkeffekte gar nicht so unendlich groß sind, dass die kritische Masse extrem wichtig ist. Ich glaube, es kann schon reichen, wenn Sie 10 Leute haben, die miteinander agieren. Es müssen nicht 100.000 sein. Klar, je mehr, umso besser. Aber dieser typische Hockeystick, wo dann an einem Punkt es knack macht und ab da lohnt es sich so richtig, so viele User zu haben, wie beim sozialen Netzwerk beispielsweise, würde ich hier gar nicht unbedingt sehen. Also je mehr, umso besser, gar keine Frage. Aber ich glaube, das ist vor allen Dingen ein linearer Effekt. Dankeschön.